Oh nein, seht ihr das? Oh, hier fängt schon das Gekrümel an. Mann, Mann, Mann. Guckt euch das mal bitte an. Das ist doch echt... Wer hat sich das ausgedacht? Die Drogerie hat in letzter Zeit viele altbekannte und heißgeliebte Sonnencreme-Rezepturen abgeändert bzw. sich einfach neue Rezepturen gesucht und ja, diese teilweise auch in die alten Sonnencreme-Verpackungen reingesteckt. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich die ein oder andere neue Rezeptur gerne in der korrekten Auftragsmenge zeigen möchte, damit ihr wisst, wie diese performt. Heute habe ich diese beiden Sonnencremes von Rossmann am Start. Und zwar heißen die beide Sensitive Sonnenfluid. Das eine hat einen Lichtschutzfaktor von 50 und das andere einen Lichtschutzfaktor von 50 plus und kommt in einem Pumpspender daher. Ich werde beide auf mein Gesicht auftragen, also auf eine Gesichtshälfte mit der entsprechenden Auftragsmenge, damit wir einfach direkt sehen können, wie sie performen und wie sie ja im Vergleich abschneiden. Ich will noch dazu erwähnen, dass das hier nicht das hier ist. Also das war der Vorgänger, der hatte auch eine gänzlich andere Formulierung. Das ist einfach ein komplett neues Produkt. Allerdings muss man Rossmann zugutehalten, dass das zumindest online entsprechend gekennzeichnet wurde. Normalerweise ist die Empfehlung, 1 Gramm im Gesicht aufzutragen, um die deklarierte Schutzleistung zu erhalten. Das hängt übrigens auch mit der Testmethode zusammen, mit der diese Schutzleistung bestimmt wird. Aber da ich nur auf die eine Gesichtshälfte das jeweilige Produkt auftragen werde, verwende ich natürlich nur 0,5 Gramm, damit wir beide Produkte entsprechend vergleichen können. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze verhält. Also ich muss schon sagen, so ganz ohne Probleme lässt sich das neue Sonnenfluid nicht einarbeiten. Ihr seht, das Ganze zieht so ein bisschen Schlieren und man ja, muss etwas mehr Zeit aufwenden, dieses Produkt einzuarbeiten. So schaut jetzt die Seite mit dem Sensitive Sonnenfluid aus der Tube aus. Ich musste schon ein bisschen Arbeit reinstecken, um das Ganze gleichmäßig zu verteilen. Und ich kann jetzt schon erkennen, dass sich hier und da kleine Würstchen bzw. Krümel gebildet haben, aber wir schauen uns das Ganze einfach noch mal nach circa 15 Minuten an. Und auf die andere Seite kommt natürlich das Sensitive Sonnenfluid aus dem Pumpspender drauf. 0,5 Gramm entsprechen 2 kräftigen Pumphüben. Das heißt, wenn ihr 1 Gramm erreichen möchtet, dann solltet ihr ungefähr 4 kräftige Pumphübe nutzen. Und das hier lässt sich schon wieder nicht ganz so geil einarbeiten, ähnlich wie bei dem Sensitive Sonnenfluid aus der Tube. Das wundert mich jetzt auch nicht, denn beide Produkte haben eine nahezu identische Formulierung. In dem einen ist Niacinamid drin und in dem aus dem Pumpspender ist statt dem Niacinamid Panthenol enthalten, aber beides in doch recht geringen Konzentrationen. Ich vermute mal, ja, dass die Rohstoffe hauptsächlich wegen des Marketings reingepackt wurden. Und der Pumpspender, also das Sensitive Sonnenfluid im Pumpspender, hat zumindest einen höheren Sonnenschutzfaktor und wahrscheinlich auch einen höheren UVA-Schutz. Aber das erreicht man, indem man beispielsweise die Konzentration an UV-Filtern erhöht. Ansonsten nehmen sich beide Produkte nicht sonderlich viel und auch die Performance ist sehr, sehr ähnlich. Oh nein, seht ihr das? Oh, hier fängt schon das Gekrümel an. Mann, 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 das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Wie soll man denn mit sowas arbeiten? Naja, machen wir mal weiter. Auch schön im Augenbereich. Oh, ich habe hier überall Krümel, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist doch echt nicht mehr feierlich. Also ich meine, man könnte versuchen, die komplette Menge auf einmal im Gesicht aufzutragen. Aber wie ihr sehen könnt, lässt sich die Sonnencreme nicht so gut einarbeiten. Die zieht einfach diese unschönen Schlieren. Und erst wenn man richtig lange damit rumhantiert,
verschmilzt die Sonnencreme mit der Haut und wird so leicht ölig. Ich denke auch nicht, dass das dieses Krümeln komplett verhindern wird. Oh mein Gott. Guckt euch das mal bitte an. Das ist. Guckt euch das mal bitte an. Das ist doch echt. Wer hat sich das ausgedacht? Eine Sonnencreme, die man wirklich einarbeiten muss, also mit der man sich Zeit nehmen muss und die dann so performt. Und das ist auch einfach ein Produkt, bei dem ich mir gerne Zeit nehme. Also Sonnencreme, Sonnenschutz ist etwas, das ich gern gleichmäßig auf meiner Haut verteilen möchte, damit ich auch möglichst überall die entsprechende Schutzleistung erhalte und ich bessere auch gern die eine oder andere Stelle nach. Und bei dem Produkt weiß ich jetzt schon, das kann ich auf gar keinen Fall mit zum Wandern mitnehmen oder zum Fahrradfahren, weil schon die erste Schicht so dermaßen runterkrümelt. Und selbst wenn ich das in einem Schwung einarbeite, dann ist mir wirklich klar, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn ich diese Sonnencreme nochmal auftragen will, weil ich lange draußen unterwegs bin, dass mir das alles komplett runterkrümelt. Und das sind keine, ich meine, seht euch das an, das sind keine kleinen Krümel, das sind Riesenwürste. Guckt euch das an, ich brauche hier bloß mal mit dem Finger ein bisschen über die Haut fahren. Und da krümelt und wurstelt sich einfach alles ab. Oh nee, sorry, das ist ein absoluter Reinfall. Ich glaube, ich brauche das auch gar nicht weiter testen. Das hier ist für mich komplett durchgefallen. Ich finde, die andere Seite sieht deutlich besser aus, auch wenn hier und da, vor allem so am Haaransatz, sich einige Krümel gebildet haben. Und auch wenn ich mit dem Finger über die Haut gehe, dann kann ich spüren, dass die Sonnencreme runterkrümelt. Aber ich konnte sie zumindest in der korrekten Menge auftragen, ohne dass sich solche krassen Würstchen gebildet haben. Bei der kann ich mir durchaus vorstellen, sie bei Outdoor-Aktivitäten zu nutzen. Aber für den Alltag ist mir das einfach zu viel Gekrümel und sie fühlt sich halt auch leicht ölig auf der Haut an.